Zurück auf die Alp, recht herzlich willkommen. Vor 10 Jahren haben wir das Leben auf zwei Alpen dokumentiert. Jetzt gehen wir zurück dorthin. In dieser Zeit hat sich viel verändert. Neben viel Gefreutem hat es auch Schicksalsschläge gegeben, die müssen verarbeitet werden. Anfangen tun wir hoch über dem Unterübrig. Da alpert der 74-jährige Paul Schelbert immer noch, obwohl er schon lange im Pensionsalter ist. Ein Höhepunkt des Alpenlebens ist und bleibt der Alpaufzug. Guten Morgen. Wo sind da die anderen Kilfen noch? Der Paul Schelbert am Morgen früh bei den letzten Besprechungen, bevor es losgeht. Kind und Grosskind helfen beim Auffahren mit. Der Paul ist schon dutzende Mal aufgefahren und weiss genau, was es braucht. So fit wie vor 10 Jahren fühlt er sich aber nicht mehr. Ich bin einfach ein alter Stabi geworden. Aber wenn ich nichts mache, wird es nicht besser. Darum gehe ich noch rauf, oder? Rund 50 Stück Fee macht sich auf vom Unterübrig Richtung Alp Untersil. Während das Fee und die Helfer unterwegs sind auf dem insgesamt 13 km langen Weg Richtung Alp, ist der Paul noch im Gaden. Er versorgt die Kühe und er nachher mit dem Feewagen bis unten an die Alp transportiert. Langlaufen mag der 74-Jährige nicht mehr. Der Grund, vor einem halben Jahr hat er starke Schmerzen in der Brust, kann nicht mehr schnaufen. Mitten in der Nacht muss er auf einen Notfall ins Spital einsiedeln. Die haben dann herausgefunden, dass das wahrscheinlich ein Herzinfarkt ähnlich war. Angina pectoris hat es geheißen, eigentlich. Und die haben mich am anderen Tag mit Blaulicht auf Luzern und operiert. Trotzdem, nur ein halbes Jahr nach der Herzoperation, geht er wieder auf die Alp. Ja, man merkt einfach, dass man langsam muss machen muss, oder? Der Paul melkt die letzte Kuh. Die Helfer sind mit dem Vieh mittlerweile nach einem langen flachen Teil im Aufstieg inne. Insgesamt 500 Höhenmeter gilt es zu überwinden. Die Tiere werden langsamer und langsamer. Plötzlich laufen die Helfer anstatt Tiere mit Treicheln umeinander. Auch wenn es nicht jede Kuh gern hat, der Sepp, einer der Söhne von Paul, schaut, dass der vorige Ballast wegkommt. Ja, es wird ein bisschen strenger jetzt so langsam. Und da hinten der letzte Stutz. Meinst du es nicht mehr tragen? Tatsächlich, der Silwaldruf ist es unglaublich gleich. Es hat hohe Tritt, dazu ist es nass. Mit vereinten Kräften wird die Pièce de Résistance gemeistert. Die letzte Kuh und der letzte Helfer kommen nach gut 3 Stunden auf der Alp unter Seil an. Der Durst ist gross, auch bei den Helfern. Für Speis und Trank sorgt Justi, die Frau von Paul. Sie freut sich, dass alle heil angekommen sind. Etwas beschäftigt sie an diesem Tag aber besonders. Der eine fehlt halt auch. Vor 10 Jahren war er noch. Das merke ich alle ein bisschen. Nicht mehr dabei ist ihr jüngster Sohn Matthias. Warum er mit 25 verstorben ist, dazu ein bisschen später. Cora, schön liebe ich, gell? Mittlerweile ist nämlich auch der Paul im gleichen Silwald. Das hier raufkommen macht dem 74-Jährigen nach seiner Herzoperation deutlich mehr Mühe als noch vor 10 Jahren. Das Laufen geht gut, aber das Schnaufen geht ein bisschen strenger. Wenn das Schnaufen nicht wäre, laufen möchte ich schon noch. Nur wie ein junges Reli Magora. Der Mischling hat der Paul erst seit einem Jahr. Alpler ohne drei Begleiter wäre für den 74-Jährigen unvorstellbar. Da oben war es mir zu langweilig ohne Hund. Und es gibt ja einen Spruch, wo man sagt, der ist nie verrückt mit mir. Ich kann die Nacht heimkommen, wenn ich will. Ist gleich am Morgen um 4 Uhr, der brummelt nie mit mir. Der hat immer Freude, wenn ich komme. Der Humor und der Schalk hat der Paul auch nach seiner Herzoperation nicht verloren. Grosse Unterstützung in dieser Zeit hat er von seiner Frau gehabt. Hoi, Mädchen. Die Justi und der Paul haben in den 50 Jahren, als sie geheiratet sind, viel durchgemacht. Das Schlimmste war sicher der Tod von ihrem Sohn. Beim Auffahren vor 10 Jahren ist der Matthias zuvorderst mitgelaufen und hat damals erklärt,
dass Fee den Weg auf die Alp auswendig kennt. Das Zeichen hat die älteren Art, ist draußen grausam. Die jüngeren Mütter kommen nicht so raus. Aber ich wünsche einfach den Ruf an mir auch. Zwei Jahre nach diesen Aufnahmen ist Matthias gestorben bei einer Operation. Die Justi schaut den Film immer wieder mal an. Ja. Ah, das ist der für zwei Jahre. Ja. Kurz, aber intensiv gelebt. Das sind Erinnerungen. Und der Film vor 10 Jahren, es ist einfach eine Erinnerung an ihn. Und das ist schon wichtig. Und vergessen wird man nie. Trotz Schicksalsschläge, Schilbert sind zuversichtlich geblieben und der Paul freut sich trotz Herzoperation über seinen 18. Sommer auf der Alp. Morgen sind wir mit dem Paul und seinem Grosskind Anna unterwegs. Die 17-Jährige wird die Alp mal übernehmen. Wie sie ihren Grossdaddy unterstützt, morgen im zweiten Teil von «Zurück auf die Alp».